Ja, hallo zu einem neuen Shortcut von TBTV, Übungssache. Jetzt neues Boat-Action-Buch, neues Armeebuch, Sowjetunion. Gibt es, glaube ich, schon in Deutsch. Schauen wir mal rein. Wir lassen, wie im letzten Video erwähnt, ein paar Sachen raus. Wir sagen euch nur die Sachen, die wirklich anders sind als bei den üblichen Armeen. Genau. Kommen wir zu den Sonderregeln. Leider auf Englisch. Ich kann jetzt viele Worte nur auf Englisch sagen. The Great Patriotic War heißt auf Deutsch, immer wenn eine Einheit aus Infanterie oder Artillerie einen Moralwerttest machen muss, der zur Zerstörung dieses Trupps führen würde, darf dieser wiederholt werden. Relativ stark, gerade gegen Flammenwerfer, gegen den Moralwerttest vom Flammenwerfer, wenn der Pinwert noch nicht so hoch ist. Und auch wenn du halt mit Artillerie raufschießt, das ist nicht zu verachten. Genau. Dann gibt es die Quantität vor Qualität. Das heißt, die Russen bekommen einen gratis Rifle Squad. Genau, aber halt in Experience. In Experience, ja, aber 12 Mann groß. Und das ist, wenn du den auf irgendeinen Marker stellst oder auf ein Objectives, dann ziemlich gut. Und der darf auch halt alle Optionen kriegen, die der Einheit zustehen. Das heißt, sie kriegen umsonst Anti-Tank-Grenades. Genau. Schon ziemlich gut. So, dann gibt es keinen Schritt zurück, heißt es auf Deutsch. Das betrifft den Kommissar der Russen. Der zwingt Einheiten innerhalb von 6 Zoll einen Order-Test zu wiederholen. Wenn dieser misslingt, dann wird ein Modell entfernt. So, der Russe erschießt quasi einen und dann muss der Test wiederholt werden und dieser Test ist dann bindend. Ja, dann gibt es noch Mast Batteries. Das heißt, bei einem Artillerie Bombardment, ich glaube, das von dem Observer nur, ne? Genau. Genau, von dem Observer, wird ja immer ein Würfel gewürfelt und dieses entspricht der Entfernung dieses Artillerieeinschlages. Die Russen dürfen 2 Würfel würfeln und den höchsten nehmen. Das heißt, der Radius dieses Einschlags ist eigentlich immer relativ hoch. Ja. Weil 6 Zoll plus das, was du würfelst bei 2 Würfeln, ist immer eine 5 mindestens dabei, also 11 Zoll ungefähr. Ja, das sind die Sonderregeln. Finde ich jetzt schon ziemlich stark. Ja, muss ich sagen. Auf jeden Fall besser als bei den Deutschen. Das mit dem Artillerie habe ich ja selber noch nicht benutzt, weil ich finde den Artillerieschlag generell nicht gut. Aber die anderen, dieser gratis 12-Mann-Trupp, die haben ja schon oft den Hintern gerettet. Ja, die sind eigentlich nicht zu verachten, auf jeden Fall. Und sie sind auch green, sie können aufsteigen. Genau. Wenn die dann als regulär rumlaufen mit 11 Mann, das ist schon nicht schlecht. Ja, ansonsten unterscheidet halt die HQ-Sektion nichts von anderen Büchern, außer dass sie halt inexperienced HQs benutzen dürfen. Und halt diesen Kommissar mitnehmen können, genau. Der die Leute dann halt erschießt in einem gewissen Radius. Ja, sonst haben wir eigentlich ganz normale Infanterie-Squads. Das einzige Besondere, was, glaube ich, jetzt nur die Russen haben, außer jetzt mit dem Ostfrontbuch der Deutschen, sind Tank Riders. Das heißt, ein Trupp, der auf einem Panzer mitfahren kann. Finde ich schon sehr interessant. Die Regeln im Buch an sich, finde ich, macht sie ein bisschen zu schwach. Aber ansonsten sind sie relativ gut. Was halt auch noch bei den Infanterie-Einheiten was Besonderes ist, dass man Pioniere und diese Tank Riders mit Body Armor ausrüsten kann. Das heißt, man kann sie nur auf eine 6 verwunden. Also das ist schon ziemlich heftig. Mit Waffen, die keinen Penetration haben. Genau, genau. Also Nahkampf und bei normalen Waffen ist es sonst. Was natürlich auch die Reichweite der Bewegung beeinträchtigt. Also dann kann man halt nur noch auf 6 Zoll sich bewegen. Ja. Ansonsten die üblichen russischen Einheiten. Also der meistvertretene ist der Guard Squad, der ist aber auch ganz normal Cavalry Squad, wie bei den Deutschen mit Pferden auszustatten. Aber ja, regulär, nicht wie bei den deutschen Veteranen. Genau. Das Einzige, was die Deutschen, das die Russen haben und glaube ich die Finnen, ist halt ein Trupp mit Skiern ausgerüstet, aber dazu müsste man eine Schneeplatte haben und das haben nicht so viele. Der Naval Squad ist ganz witzig, der ist Tough Fighter, so von Natur aus, und den gibt es als regulär und als Veteran schon ziemlich gut. Genau. Die Kriegsmarine bei den Russen war anscheinend besser als bei den Deutschen zumindest. Haben sie öfter gekämpft. Eine sehr schöne Einheit, finde ich, sind die Scouts. Ja, die auf jeden die, Fall. Die sind Veteranen für 70 Punkte. Die kriegen keinen Minus auf dem Moralwert, wenn sie flanken. Und sie haben die Observer-Regel. Das heißt, sie dürfen innerhalb von 24 Zoll aufgestellt werden. Eine Einheit bis zu 5 Mann groß oder glaube ich sogar 7 Mann groß. Kann ziemlich schnell Missionsziele einnehmen. Genau. Also das ist eine Einheit mit Observer-Regel, ist definitiv bei den Russen die einzige im ganzen Spiel. Ja. Ja, die Russen, was haben die noch? Als Waffenteam sind es glaube ich auch die einzigen, die ein HMG haben.
Als Nee, die Amis haben auch. Als mobiles Team? Ja. Okay, dann habe ich mich da geirrt. Kann aber auch Flakfeuer geben, interessanterweise. Finde ich gut. Dann noch eine Besonderheit bei den Russen ist, sie haben ziemlich viele Anti-Tank-Teams. Genau. Von Molotow-Werfer bis Hundeminen bis Anti-Tank-Rifles, was eigentlich auch die meisten europäischen Völker haben. Und also spezielle Anti-Tank-Infanterie-Teams, die Minen und Panzerfäuste mitnehmen können. Also Minen im Sinne jetzt von Anti-Tank-Granaten oder solche Sachen. Ja. Ja, und das Interessante bei den Anti-Tank-Teams der Russen sind, die haben eine 0 bis 3 Auswahl. Genau. Das heißt, man kann für eine Auswahl in der Armeeliste 3 von diesen Teams mitnehmen, was schon ziemlich gut ist, eigentlich. Wobei ich sagen muss, keins von diesen Teams kann einen schweren 10er Panzer knacken. Ja, Doc meint, wenn man wirklich gut würfelt, ist mir auch schon passiert. Also. Ja, da musst du wirklich gut würfeln, weil die nur einen Penetration-Wert von 5 haben. Von daher. Aber trotzdem ziemlich gut. Ja, Sniper, Flammenwerfer, die Granatwerfer oder Mörser, wie sie heißen, hatten wir auch schon bei den Deutschen. Die Artillerie ist, da gibt es 2 Modelle, die ins Auge stechen. Das ist einmal die SIS-3. Die ist eine Medium-Anti-Tank-Gun, kann aber auch als leichte Haubitze schießen. Schon sehr variabel, ja, finde ich gut. Was ich auch gut finde, ist die A-19 Feldkaubitze oder Field Gun, wie sie auf Englisch heißt. Die ist eine schwere Anti-Tank-Waffe und kann als Medium-Haubitze schießen. Das ist schon, Medium-Haubitze macht 2 bis 6 Treffer, genau. Und eine schwere Anti-Tank-Waffe hat eine Pendel von 6. Ein optimaler Allrounder, wenn man genau das so sagen kann. Wenn sie als schwere Anti-Tank-Waffe schießt, trifft sie um 1 schlechter, weil sie halt ja nicht ganz so flexibel ist wie die anderen Guns, aber immerhin noch eine ziemliche Bedrohung für einen Panzer, der auf der Flanke rumfährt, wo die steht. Ja, ja, die Panzer. Irgendwas Besonderes, ja, außer die üblichen Verdächtigen? Ja, der IS-2, das ist ein schwerer Panzer. Den kann man auf jeden Fall erwähnen. Der hat eine schwere Anti-Tank-Gun und kann gleichzeitig auch noch W6 HE schießen. 2W6 sogar. 2W6 sogar, genau. Was das Ganze auch nochmal ein bisschen ziemlich stark aussehen lässt. Ein interessanter Panzer ist der T-28, meiner Meinung nach. Medium-Tank. Der kann, also ich lese das jetzt nicht alles vor, aber er kann bis zu 4 NMGs nach vorne gerichtet abfeuern. Ja. Das sind 16 Schuss. Also ein ziemlicher Infanteriekiller. Der T-34 darf nicht fehlen bei den Russen. Genau. Der ist überall drin. Der kann mit einem Flamer ausgestattet werden. Auch sehr interessant. Ja. Was halt auch noch sehr interessant ist, was viele Leute verfluchen, ist der BA-10 mit Flammenwerfer. BA-70 mit Flammenwerfer. Ja, der hat die Sonderregel Recce. Das ist eigentlich ein Fahrzeug, was man nicht als Gegner haben möchte. Also ja, mein Lieblingsfahrzeug leider, Powergamer, ne? Muss ich leider sagen. Also meine Lieblingskombination aktuell ist halt der BA-20 mit dem Flamer und der ISO 152 mit dem schweren Geschütz. Also genau. 3W6 Treffer mit Pen 5, der macht dann auch mal schon bei einem Panzer, klopft der mal ordentlich an. Genau. Klar, was nicht fehlen darf bei den Russen als quasi Artilleriefahrzeug ist die Katyusha. Ja, das ist auch ein Vielfachwerfer, mobil, haben die Deutschen auch, aber ja, den kann man einfach mal erwähnen, weil er ja relativ bekannt ist. Leider für mich ein bisschen zu schwach gepanzert. 6er Panzerung, den kann jedes Gewehr knacken. Ja, aber für 80 Punkte regulär kann man den schon gut mitnehmen. Also. Ja, was man nicht vergessen darf bei den Russen ist die Landlease-Regel. Genau. Das heißt, sie dürfen alliierte Fahrzeuge dürfen sie mitnehmen. Eine Liste ist zu finden am Ende der Fahrzeugsektion. Also es darf zum Beispiel der Sherman mitgenommen werden, der Jeeps in allen Ausführungen. Der Churchill zum Beispiel darf auch mitgenommen werden. Shermans, ja, solche Sachen halt. Alles, was die Amis der russischen Armee halt damals geschickt hat, um die Deutschen abzuwehren. Oder halt auch die Briten. Was ich ganz witzig finde für einen 5-Mann-Trupp Pioniere mit Flammenwerfer ist der Brand Carrier. Auf jeden Fall. Sehr schönes Fahrzeug. Ja, wie gesagt, das waren jetzt die Fahrzeuge, ist alles drin. Die Russen haben sogar ein Boot, was wahrscheinlich auch nicht so oft zu sehen ist, weil Wasser oder ein großes Gewässer haben jetzt auch nicht so viele. Was man vielleicht auch noch zum Schluss erwähnen könnte, ist, dass in den Theaterlisten 1 oder 2 Listen sogar vorhanden sind, wo man mit einem Armeebaum quasi 2 Panzer mitnehmen kann, was schon ziemlich heftig ist. Oder 2 Geschütze sogar, Stalingrad darf 2 Geschütze mitnehmen. Genau.
Und Stalingrad waren die Verteidiger sogar fanatisch. Genau. Ja, also ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Das war das Buch der Sowjetunion. Und wir sehen uns im nächsten Video mit dem nächsten Buch. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen. Ja, wir können ja die Japaner machen. Machen wir die Japaner. Alles klar. Bis morgen. Bis morgen.